Wer wagt es? Rettersmann oder Knapp? So beginnt die berühmte Ballade Der Taucher von Friedrich Schiller aus dem Jahre 1797. Friedrich Schiller hat Zeit seines Lebens das Meer nie gesehen. Und trotzdem beschreibt er es so fulminant. Es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Als Goethe am Rheinfall in Schaffhausen stand, da hat er gesagt, ja, jetzt sehe ich das. Genauso sieht es aus. Schiller hatte sich zwei Fischbücher ausgeliehen von Goethe. Das war sein einziges Wissen. Und er wusste um eine Sage aus Sizilien. Dort gab es einen Fischersjungen, der konnte tauchen wie kein zweiter. In der Ballade Der Taucher wirft der König einen goldenen Becher in die Charybde, in das Meerungeheuer und sagt, wer bringt mir den Becher? Und ein Edelknecht springt und tatsächlich überlebt er es, kommt zurück und berichtet von all den Meeresungeheuern, die Schiller in den Fischbüchern gefunden hat. Der König sagt, ja gut, dir gehört der Becher, aber ehrlich gesagt, versuchst du es noch einmal. Er provoziert. Und als die Tochter vom König sagt, lasst Vater genug sein, das grausame Spiel, da wird er richtig sauer, pfeffert den Becher wieder rein und sagt, pass mal auf, holst du mir den Becher wieder, bekommst du mein aufsässiges kleines Töchterlein. Tja, was soll ich sagen? Der Jüngling ist verliebt in diese Tochter und springt wieder. Kann das gut ausgehen? Goethe schreibt an Schiller, lassen Sie Ihren Taucher je eher, desto lieber ersaufen. Was für Machtspielchen. Hört es euch an, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und mein Lieblingszitat, unter Larven die einzige fühlende Brust. Wenn ihr das nächste Mal nicht alkoholisiert an einer Familienfeier teilnehmt, dann denkt daran, ja, und an mich. Unter Larven die einzige fühlende Brust, dann wisst ihr, wie ich mich dabei fühle. So, ich freue mich sehr über eure Kommentare. Ich freue mich auch sehr über eure Unterstützung. Ich danke meinen Unterstützern, die dieses Video mit ermöglicht haben. Ihr seid die Besten. Wenn ihr dazugehören wollt, könnt ihr das über PayPal, Patreon. Ihr findet die Links anbei. Gebt mir einen Daumen, abonniert. Bis bald, eure Anna Magdalena. Ich gehe gleich tauchen.